Diese Sichtweise entspricht ganz dem biblischen Bericht der Genesis, in dem die Schöpfung des Menschen in zwei verschiedenen Phasen stattfand. In der ersten und präadamischen Menschheit wurden sowohl Männer als auch Frauen nach dem Bild und der Ähnlichkeit des Schöpfers erschaffen. Dann kam es zur Erschaffung Adams, gefolgt von der von Eva, Knochen seines Knochens und Fleisch seines Fleisches. Seit Adam hat der Mensch die Fähigkeit erhalten, in seiner Evolution vom Wachstum zur Entwicklung überzugehen, und nur ein Teil der Menschheit jener Zeit hat dieses Geschenk erhalten. Die Bibel spricht von einer langen Periode des Zusammenlebens der ersten Menschheit neben der adamischen Menschheit. Später bezieht sie sich auf letztere als ein Durchlaufen einer Zeit des Abschwungs gefolgt von Mischehen die von Gott als Beweis für große Perversität angesehen wurden und die diese vermischte Menschheit zur Flutkatastrophe führten. Es ist anzumerken, dass die erste Menschheit, die damals die Grenze ihres Wachstums erreicht hatte, noch immer tierische Eigenschaften beibehielt. Sie besaß keine Sprache. Die Genesis spielte darauf an, indem sie darauf hinwies, dass es Adam und nicht dem präadamischen Menschen gelang, dass Gott die zu benennenden Tierarten brachte. Der Bericht ging weiter. Und Adam gab allen Tieren Namen, den Vögeln der Luft und jedem Tier auf dem Feld. Adam wurde von einem ergänzenden Impuls, der ihm von Gott gegeben wurde, zu einer lebenden Seele. Arm vivant. Die symbolische Sprache der Bibel drückt dies durch das folgende Bild aus. Der Herrgott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt, und in seine Nasenlöcher den Atem des Lebens eingeatmet. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Das ist die esoterische Bedeutung dieser Metapher. Der Mensch, geformt aus dem Staub der Erde, erschien ganz wie sein Gegenstück zur Tierwelt. Er hätte uns an die Anthropoiden erinnert, wie wir sie heute kennen, obwohl er laut Bibel schön war. Darüber hinaus besaß er im verborgenen Zustand ein Potenzial, das die reine Tierwelt nicht besitzt, nämlich das Weitergehen zu menschlichen oder sogar übermenschlichen Entwicklungsstufen. Aber diese Entwicklung war nur möglich, wenn der Mensch diesen ergänzenden Impuls erhalten hätte, der es ihm ermöglichen würde, im individuellen Bereich von der Note Fa, in der die am weitesten entwickelte dieser Menschheit angekommen war, zur Note Mi zu gelangen die die erste Stufe der Entwicklung darstellt. In der Heiligen Schrift stellt das Bild Gottes, das den Nasenlöchern Adams den Atem des Lebens einhaucht, was ihnen eine lebendige Seele gab, diesen neuen Impuls dar. Wir sollten auch feststellen, dass die Schaffung dieser zweiten Menschheit, der adamischen Menschheit, eine Antwort auf den göttlichen Willen ist, den Menschen für die Transformation der Flora und die Kultivierung des Erdreichs, kann man so, zu nutzen. Der Atem des Lebens ist ein Bild der Implantation eines göttlichen Funkens in den adamischen Menschen in Form von zwei gekoppelten höheren Zentren. Bis dahin hatte der Mensch, gebildet aus dem Staub der Erde, nur zwei untere Zentren, die motorischen und emotionalen Zentren, die mit dem physischen Körper durch die schöpferische Energie des Sexualzentrums gebildet worden waren. Von da an hatte er auch ein höheres emotionales Zentrum und ein höheres intellektuelles Zentrum, also Herz- und Kronenchakra. Aber es fehlte ihm noch das niedere intellektuelle Zentrum, Kehlchakra, von welchem er aus ein dringendes Bedürfnis zu der Umwandlung der Materie und vor allem zur Kultivierung des Bodens hatte. Dies war der Zustand der Psyche von Adam und Eva vor dem Fall im irdischen Paradies des Garten Eden. Sie lebten ständig in direktem Kontakt mit Gott, da die Reinheit ihres niederen Gefühlszentrums, Sakralchakra, es ihnen ermöglichte, ständigen Kontakt mit dem höheren Gefühlszentrum und damit mit dem höheren intellektuellen Zentrum zu halten. Auf diese Weise konnten sie, wenn auch nur passiv, am Leben auf einer höheren göttlichen Ebene teilnehmen. Es war zu jener Zeit, dass sich der Mensch schließlich vom reinen Tierleben loslöste. In der aufrechten Haltung wurden seine Hände frei für viele verschiedene Aufgaben, und es geschah durch die Arbeit, dass der adamische Mensch seinen langen Weg des Fortschritts begann. Bis dahin war er nur ein Verbraucher, von da an wurde er zum Produzenten. Adam war weise, mit einer göttlichen Weisheit, die durch seine höheren Zentren und durch das niedrigere emotionale Zentrum drang, das seine ursprüngliche Reinheit beibehielt. Dieser Zustand unschuldiger Einfachheit war von höherer Qualität, wenn auch unbewusst in dem Sinne, dass Adam die höchsten Ebenen passiv in Anspruch nahm. Sie wird in der Genesis auf eine Weise beschrieben, die auf den ersten Blick seltsam erscheint. In dem Text steht, Sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die schöpferische Arbeit, so primitiv sie auch war, konfrontierte den adamischen Menschen mit der Notwendigkeit, Ziele zu formulieren und die besten Mittel zu ihrer Erreichung zu bestimmen. Unter diesem Druck entstand die Notwendigkeit des Urteils, also des kritischen Geistes. L'esprit critique. Der Zustand der unbewussten Seligkeit des Lebens in Eden entspricht dem Übergang Adam und Evas vom Intervall Fa zu Mi auf ihrer evolutionären Oktave. Aber je weiter das Paar über den Graben vorrückte, der von der göttlichen Gnade erfüllt war, welche ihnen eingehaucht wurde, desto deutlicher wurde ihnen der Begriff der Sparsamkeit der Anstrengung, der mit der produktiven Arbeit einhergeht, im Kopf präsentiert. Dann erschien die Idee des Vorteils, dann die des Gewinns, die zuerst Evas Herz angriff, sie durchdrang und verletzte. Das ist das Zeichen der Schlange die, sagt die Bibel, raffinierter war als jedes Tier auf dem Feld. Diese immer vertrautere Wahrnehmung der materiellen Welt wurde im Menschen durch die Bildung des unteren intellektuellen Zentrums, welche die Genesis den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nennt, verarbeitet. Damit wurde die Bildung der menschlichen Persönlichkeit, wie wir sie kennen, abgeschlossen. In der Zwischenzeit, mit der Geburt des kritischen Geistes, der die Vorstellung und den Wunsch nach Erwerb begleitete, wurde die ursprüngliche Reinheit des unteren emotionalen Zentrums in den Herzen von Adam und Eva gestört. Wie Jesus später sagt, Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Durch die Jagd nach den Trugbildern irdischer Güter verhärtete sich das untere emotionale Zentrum von Adam und Eva. Auf diese Weise verlor sie den direkten Kontakt zum höheren emotionalen Zentrum, also zum wahren Ich, dem Kontakt, der Adam und Eva zu Kindern Gottes machte. Die Schönheit der Töchter des Menschen tat den Rest. Adam wandte sich von seinem wahren Ich ab und identifizierte sich mit seiner Persönlichkeit. So wurde er sterblich. Die Entstehung des kritischen Geistes im Menschen wird in der Genesis durch das bereits erwähnte Symbol beschrieben. Das heißt, dass nachdem Adam und Eva von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von gut und böse geschmeckt hatten, wussten sie, dass sie nackt waren und sie schämten sich. Wir sollten beachten, dass dieses Diagramm der Evolution nicht nur die drei abgeschlossenen Zyklen darstellt, sondern auch den vierten, den Zyklus des Heiligen Geistes, mit der alternative, mit der die menschheit konfrontiert wird, entweder um die vollendung zu erreichen oder in einer flut von feuer unterzugehen. die prähistorische zeit ist geprägt durch die koexistenz von zwei menschheiten: präadamisch, homo sapiens fossilis, und adamisch, homo sapiens recens. Aus bereits genannten Gründen war die präadamische Menschheit nicht in der Lage, sich wie der neue Typ zu entwickeln. Gemischte Verbindungen riskierten einen Rückschritt, bei der das Unkraut den guten Samen ersticken würde, sodass das mögliche Wachstum der menschlichen Spezies zum Stillstand kommen würde. Die Flut war eine brauchbare Bekämpfung dieses Risikos. Tierische Veranlagungen hatten einen viel weniger starken Einfluss auf den Homo sapiens Rezens. Ein Neuanfang war möglich. Spuren davon sind in jeder Tradition sichtbar. Der Mensch, Sohn von Himmel und Erde, konnte nun zu seinem himmlischen Vater aufblicken. Aber diese Menschheit brauchte immer eine feste Führung. Sich selbst überlassen konnte es nur in die Richtung Babel's gelangen, wo die Verwirrung der Zungen herrscht. Es waren strenge Richtlinien erforderlich. Ein Gesetz. Letzteres wurde Mose gegeben. Der Bund des Alten Testaments war eine Antwort auf eine konkrete Absicht des Schöpfers, in der Menschheit die Auswahl eines auserwählten Volkes durchzuführen, das dann der Träger der frohen Botschaft sein würde. Nun aus Buch 3, Seite 107 bis 108. Im ersten Band der Gnosis hatten wir bereits mehrmals auf dieses Zusammenleben von zwei im Wesentlichen verschiedenen Rassen hingewiesen einer der Menschen und einer der Anthropoiden. Wir müssen betonen, dass der letztgenannte Begriff aus esoterischer Sicht keine abwertende Bedeutung hat. Diese Tatsache, obwohl sie verzerrt wurde, weil sie allgemein in einem falschen Licht gesehen wird, war Teil des nationalen, sozialen und rechtlichen Bewusstseins vieler alter und moderner Völker. Man findet seinen Einfluss in der indischen Idee des Unberührbaren, des griechischen Heloten, des jüdischen Goy, der mittelalterlichen europäischen White Bones und Black Bones, des deutschen Nazi-Untermenschen etc. Die Legende vom blauen Blut gehört übrigens nicht zur Domäne der reinen Fantasie. Der Fehler liegt nicht in der Vorstellung von blauem Blut als psychosomatischem Phänomen, sondern in dem naiven mittelalterlichen Glauben, dass dieses sogenannte aristokratische Blut automatisch von Vater zu Sohn gelangt. Leser der Gnosis werden die Gründe leicht verstehen, warum dieses Attribut nur zweimal geborenen Wesen gehören kann. Wir müssen auch feststellen, dass das andere Extrem, das gleichberechtigte Menschenbild, das den Theoretikern demokratischer und sozialistischer Revolutionen so sehr am Herzen liegt, ebenfalls falsch ist. Die einzige wirkliche Gleichheit der Betreffenden durch innere und internationale Rechte ist die Gleichheit der Möglichkeiten denn Menschen werden ungleich geboren. Die Schriften enthalten mehr als einen Hinweis auf das Zusammenleben dieser beiden Menschenarten auf unserem Planeten, die sich heutzutage in ihrer Form gleichen, aber im Wesen unterscheiden. Wir können sogar sagen, dass die ganze dramatische Geschichte der Menschheit, vom Fall Adams bis heute, nicht ohne die Aussicht auf die neue Ära auszuschließen, vom Zusammenleben dieser beiden menschlichen Rassen überschattet wird, deren Trennung erst beim jüngsten Gericht erfolgt. Darauf bezog sich Jesus, wenn er in Gleichnissen zu den Menschenmengen sprach, aber klare und deutliche Worte seinen Jüngern gegenüber benutzte. Die bemerkenswerteste Beschreibung steht im Gleichnis vom Unkraut und dem guten Samen zu dem er den folgenden Kommentar abgab, als er von seinen Jüngern dazu aufgefordert wurde. Derjenige, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen sind die Kinder des Königreich Gottes. Aber das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sie gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Jesus fügte dann hinzu, jeder Schreiber, der im Hinblick auf das Königreich Gottes belehrt wird, gleicht einem Hausherren, welcher aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Die hier bestätigte Koexistenz einer Rasse von Anthropoiden und einer Rasse von Menschen ist aus Sicht des allgemeinen Gesetzes notwendig, um die Stabilität im Ablauf des organischen Lebens auf der Erde ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Es ist auch wegen des Gleichgewichtsprinzips notwendig. Die erste Rasse ist ein Gegengewicht, das es der Rasse der Menschen erlaubt, ihre esoterische Entwicklung fortzusetzen. Jesus bestätigte dies, als er in den folgenden Worten über das Ende sprach: Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird mitgenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden in der Mühle mahlen. Die eine wird mitgenommen, die andere bleibt zurück. Diese Worte erfordern einen Kommentar. Das Unkraut wächst, ohne dass es kultiviert werden muss. Gutes Saatgut hingegen erfordert viel Sorgfalt, wenn es Früchte tragen soll. Das Land muss gepflügt, gedüngt, der Samen sorgfältig ausgesät und der Boden geerntet werden und so weiter. Und trotzdem, wenn die Früchte nicht geerntet, sondern dort belassen werden, wo sie wachsen, wird nach Ablauf einiger Jahre nicht eine Weizengabe übrig bleiben wie das Unkraut, das natürlich aus der Erde wächst, den Weizen und die Gerste erstickt, welche Früchte himmlischen Anbaus sind. Das menschliche Unkraut, die anthropoide Rasse, sind die Nachkommen der präadamischen Menschheit. Der Hauptunterschied zwischen dem zeitgenössischen präadamischen Menschen und dem adamischen Menschen, ein Unterschied, der von den Sinnen nicht wahrgenommen wird, besteht darin, dass der erstere nicht über die entwickelten höheren Zentren verfügt, die in den letzteren existieren, die, obwohl sie seit dem Fall vom Wachbewusstsein abgeschnitten sind, ihm eine echte Möglichkeit der esoterischen Evolution bieten. Ansonsten sind die beiden Rassen ähnlich. Sie haben die gleichen unteren Zentren, die gleiche Struktur der Persönlichkeit und den gleichen physischen Körper, obwohl dies beim präadamischen Menschen meist stärker ausgeprägt ist als beim adamischen Menschen. In Bezug auf die Schönheit dürfen wir nicht vergessen, dass der präadamische Mensch und die präadamische Frau am sechsten Tag von Gott nach seinem Bild und ihm ähnlich geschaffen wurden und dass die Töchter dieser Rasse besonders schön waren. Weiter auf Seite 129 bis 136 Indem er sich mit dem Ich seiner Persönlichkeit identifizierte, verlor Adam das Bewusstsein für sein wahres Ich, und fiel aus dem Garten Eden, das sein ursprünglicher Zustand war, in den gleichen Zustand wie die Präadamiten. Vor dem Fall standen die Adamiten unter der allgemeinen Autorität des absoluten Zwei, also Christusbewusstsein, und sie spielten ihre Rolle im Ton Sie, unter dem Impuls der zweiten kosmischen Oktave. Die beiden Menschentypen, die aus den beiden verschiedenen Schaffensprozessen hervorgingen, vermischten sich später auf der Ebene des biologischen Lebens auf der Erde, das unter die Autorität des absoluten Drei, also des Matrix-Kontrollsystems, fällt. Von da an wurde das Zusammenleben dieser beiden Menschentypen und die daraus resultierende Konkurrenz zur Norm. Nun, da die Kinder dieser Welt in ihrer Generation fähiger sind als die Kinder des Lichts, können wir feststellen, dass die Adamiten in ihrem Zustand des Bewusstseinssturzes im Lauf der Jahrhunderte und sogar in unserer Zeit den Präadamiten generell unterlegen waren und sind. Im folgenden wird dieser Zustand mit seinen praktischen Folgen und Problemen Gegenstand einer vertieften Untersuchung sein. Dies ist notwendig, da die Ära des Heiligen Geistes naht an deren Ende die Frage nach der Trennung des Unkrauts vom guten Samen gestellt wird. Im Moment werden wir uns darauf beschränken, zu wiederholen, dass der zeitgenössische Adamische Mensch, der den Kontakt zu seinem höheren Zentrum und damit zu seinem wahren Ich verloren hat, praktisch genauso aussieht wie sein präadamisches Gegenstück. Im Gegensatz zu letzterem hat er jedoch noch seine höheren Zentren, die ihm die Möglichkeit geben, den Weg der esoterischen Evolution zu gehen. Gegenwärtig wird dem präadamischen Menschen diese Möglichkeit vorenthalten aber sie wird ihm gegeben werden, wenn sich die adamische Menschheit so entwickelt, wie sie es in der Ära des Heiligen Geistes tun sollte. Die dritte Stufe der Schöpfung des adamischen Menschen, als die Frau erschien, ist wie die zweite, da wir einen Prozess finden, der sich völlig von dem unterscheidet, der den präadamischen Menschen hervorgebracht hat. Im letzteren Fall wurde die Frau unabhängig vom Mann erschaffen, aber auf ähnliche Weise. Eva wurde nach Adam erschaffen, nachdem er den Atem des Lebens empfangen hatte. Auch sie wurde nicht direkt aus dem Staub der Erde erschaffen, sondern indirekt aus einem bereits lebendigen Adam, der aber noch schlief, sodass sie auch auf der Erde als lebendige Seele erschien. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Vorerst werden wir nur Adams Reaktion festhalten, als er aus dem Schlaf, in den Gott ihn gestürzt hatte, erwachte und die Frau sah, die von seiner Seite gezogen worden war. Das ist jetzt Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleische. Mit diesen Worten unterstreicht die Bibel die Tatsache, dass der Mann und die Frau des sechsten Tages, die Präadamiten, einer anderen Rasse angehören als Adam und Eva. Außerdem wurden dem präadamischen Mann und der präadamischen Frau keine Namen gegeben. Aber Adam, was der rote Mensch oder Mensch der roten Erde bedeutet, wurde von Gott benannt. Auf Befehl des Herrn gab er der Frau, seiner Frau, wie allen Geschöpfen, einen Namen. Er nannte sie Eva, was Leben, lebendig oder Lebensspenderin bedeutet. Diese symbolische und esoterisch bedeutsame Geschichte findet in der modernen Physiologie ein gewisses Echo. Wenn wir die beiden Rassen zusammen studieren, zeigen uns wissenschaftliche Erkenntnisse von heute, dass der Mann sowohl weibliche als auch männliche Hormone hat und die Frau sowohl männliche als auch weibliche Hormone. Beim heutigen Mann beträgt der Anteil der weiblichen Hormone nur 1%, während bei der Frau der Anteil der männlichen Hormone etwa 5% beträgt. Wir sehen also, dass die Frau mehr Mann als Mann Frau ist. Es ist wahrscheinlich, dass nach den Tausenden von Jahren, in denen sich die beiden Rassen vermischt haben, dieses Verhältnis nun zwischen Präadamiten und Adamiten ausgeglichen ist. Es wäre sinnvoll, dies in allen verschiedenen Rassen der heutigen Menschheit zu überprüfen. Es ist möglich, dass ursprünglich der Anteil der Hormone des anderen Geschlechtes bei Männern und Frauen des sechsten Tages, also den Präadamiten, gleich war. Während bei den Adamiten das Missverhältnis noch größer gewesen sein muss als heute. In der Bibel lesen wir: Da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Die Vermischung der beiden Rassen, die sich daraus ergab, stand im Widerspruch zum Schöpfungsplan. Und Gott beschloss, die auf diese Weise verdorbene Menschheit durch die Sintflut teilweise zu vernichten. Aber die Vermischung der Chromosomen war bereits vollbracht, sodass die hormonelle Asymmetrie der Adamiten im Lauf der Generationen natürlich nachgelassen hat, bis sie sich an dem Punkt stabilisiert hat, an dem sie jetzt angekommen ist. Da bestimmte Hinweise im Evangelium uns zu der Annahme veranlassen, dass die beiden menschlichen Rassen, die auf der Erde koexistieren, zahlenmäßig gleich sind, kann davon ausgegangen werden, dass bei den früheren Adamiten die hormonelle Asymmetrie etwa 1 zu 10 betrug. Wahrscheinlich sollten die Adamiten diesen Anteil während der Ära des Heiligen Geistes wiedererlangen, so dass sie, da ihre Physiologie auf diese Weise wiederhergestellt wird, wieder, wie Adam und Eva vor dem Fall, von der Knechtschaft zur Fortpflanzung befreit werden können, die ursprünglich nur den Präadamiten aufgebürdet war. Gott sagte nur zu den Präadamiten, seid fruchtbar und vermehret euch. Adam und Eva wurde nicht dieser Auftrag erteilt. Ihre Vereinigung war rein Androgyn. Es war erst nach dem Fall so, dass Eva schwanger wurde und ihre Söhne auf die Welt brachte. Der erste Hinweis, dass Gott die Verpflichtung zur Vermehrung den Adamiten auferlegt hat, erscheint viel später, insbesondere in diesen Worten an Jakob. Seid fruchtbar und vermehret euch, eine Nation und eine Gesellschaft von Nationen werden von euch geboren werden, und Könige werden aus euren Ländern kommen. Man kann dies etwa auf 1760 Jahre vor Jesus Christus datieren und es ist wahrscheinlich von diesem Zeitpunkt an, dass Gott die vollendeten Tatsachen angenommen und beschlossen hatte, einen Neuanfang mit Jakob zu versuchen, dass das hormonelle Verhältnis von 1 zu 5 anfing sich allgemein zu verbreiten. Wir haben bereits gesagt, dass dieser Neuanfang zum Vorteil der Präadamiten war, für die er die Aussicht einer Fernen, aber realen Entwicklung eröffnete, die während der Ära des Heiligen Geistes ablaufen würde, währenddessen, wenn alles gut geht, ihnen erlaubt würde, an die Stelle der korrumpierten Adamiten zu treten, welche nun ihre Erlösung erlangen würden, den integrierten harmonischen Zustand, in dem sie vor dem Fall waren und den sie nun durch bewusste Anstrengungen zurückgewinnen müssten. Angesichts der vollendeten Tatsachen des Sturzes Adams, war Gott, dessen Wille es ist, dass nichts jemals ganz verloren gehen sollte, gezwungen, seinen Plan zu ändern, um das Beste aus der Situation zu machen. Erstens, nach Abels Tod, welcher den Fortbestand, fait accompli, seiner Tradition bedrohte, ließ er Eva Seth gebären, und dann, nach der Sintflut, verpflichtete er sich, eine neue Menschheit mit Noah und seinen Söhnen wieder aufzubauen. Aber letztere wurde von Anfang an vermischt, so sodass die Präadamiten in den folgenden Jahren allzu oft die Adamiten dominieren konnten. Der adamische Mensch, der sogar ein vages Bewusstsein für sein wahres Ich hat, stellt fest, dass dies eine Quelle interner Konflikte ist, die er auf einer rein menschlichen Ebene nicht lösen kann. Dieser Konflikt verschärft sich von dem Moment an, in dem er aktiv in die esoterische Arbeit eintritt dann wird er schwach und wird zum Opfer von Unsicherheit, Zweifel und Misstrauen sich selbst gegenüber, denn der Weg, der zur Wahrheit führt, führt immer durch Zweifel. Während dieser Arbeit haben wir mehrmals den beträchtlichen Einsatz von Anstrengungen und Höchstleistungen gesehen, die vom adamischen Menschen verlangt werden, der, nachdem er seine wahre Position im Leben erkannt hat, entschlossen die erste Schwelle überschreitet und die Treppe hinaufsteigt um die zweite Schwelle mit seiner versprochenen Erlösung zu erreichen und zu überschreiten. Präadamiten unterliegen nicht diesen Qualen und diesen permanenten inneren Konflikten. Nicht, dass sie in vollkommenem Frieden leben würden oder nie von Konflikten gestört werden, weit gefehlt, sondern in den meisten Fällen finden ihre Konflikte im Innern der Persönlichkeit statt, zwischen verschiedenen Gruppen des kleinen Ichs, die diese Konflikte produzieren. Infolgedessen ist der Charakter ihrer Konflikte rein psychisch und sie werden in der Regel durch eine Art Kompromiss gelöst. Die akuteren Konflikte, die beim präadamischen Menschen auftreten, treten zwischen dem Ich der Persönlichkeit und dem Ich des Körpers auf. Wir haben uns im zweiten Band der Gnosis ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und betont, dass das Körper-Ich in der Regel die schwache, sich verändernde Persönlichkeit besiegt die ohne großen Aufwand kapituliert, wenn es darum geht, den Magen oder den sexuellen Appetit zu befriedigen. Die Rechtfertigung wird dann in Slogans wie denen gesucht, die es uns erlauben zu denken, dass es normal ist, wie alle anderen zu handeln, oder in einem Labyrinth paradoxer Gründe, die einfach nur Lügen sich selbst gegenüber sind. Aber die internen Konflikte des adamischen Menschen, der oft in esoterische Arbeit eintritt, weil er das letzte Ende des moralischen Bankrotts erreicht hat, die können nicht durch Kompromisse gelöst werden, da es für eine solche Lösung keinen Platz im Bewusstsein des wahren Ich gibt, von dem er seine Zurufe erhält. In ihm ist es das Ensemble, das von der gesamten Persönlichkeit mit dem Ich des Körpers gebildet wird, ein Ensemble, das oft direkt oder indirekt vom Sexualzentrum zum Handeln gebracht wird, das vor der Stimme des Gewissens, das heißt dem wahren Ich, flieht, dann hat er die Wahl, entweder seinem wahren Ich zu gehorchen und über sich selbst zu triumphieren, oder vor diesem unsichtbaren Kampf in die Selbstberuhigung und in mächtige Trugbilder zu fliehen, welche ein Leben der Lüge am eigenen selbst bereithält. Wenn er über sich selbst triumphiert, was es dem adamischen Menschen ermöglicht, den inneren Konflikt des Augenblicks zu lösen, wird dies in jedem Fall eine Veränderung seiner Einstellung zum äußeren Leben mit sich bringen. Im Allgemeinen wird das Ergebnis ein Konflikt mit denen sein, die ihm am nächsten stehen, es sei denn, diese folgen ihm Schritt für Schritt in seiner esoterischen Entwicklung, was selten ist. Das bedeutet nicht, dass ihm diejenigen, die ihm nahe und lieb sind, etwas Schlechtes wünschen. Im Gegenteil, es ist fast immer sein Gutes, das sie im Blick haben. Der Konflikt entsteht einfach aus ihren unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was real ist. Wenn diejenigen, die den betreffenden Menschen umgeben, präadamisch sind, könnten sie ihm nie zustimmen, da sie nicht in der Lage sind, die Gründe für seine veränderte Einstellung zu verstehen und die Art der Ziele, die er verfolgt, niemals erfassen können. Sie werden somit automatisch zu Instrumenten des allgemeinen Gesetzes, welches dafür sorgt, dass diejenigen, die aus der Reihe tanzen, wieder zurück in den Viehpferch gebracht werden. So sollen die Feinde eines Menschen diejenigen seines eigenen Haushaltes sein. Der präadamische Mensch, wie wir gesagt haben, kann keinen solchen inneren oder häuslichen Konflikten ausgesetzt sein. Er hält selten B-Einflüsse. Wenn er undeutlich ihr Vorhandensein spürt, erscheinen sie nur als Kuriosum in seinen Augen und haben nicht die Macht, ihn bis in die Tiefen seiner Psyche zu stören. In ihm steht das Sexualzentrum unangefochten an erster Stelle, sei es durch seine direkte Handlung in Form der körperlichen Liebe oder durch eine indirekte psychologische Handlung der Psyche, zu welcher seine Persönlichkeit sich unterwirft. Wie beim adamischen Menschen enthält seine Persönlichkeit die drei unteren Zentren, aber das ist auch alles. Gleichermaßen unterentwickelt und unausgewogen, aber geschützt vor den Schwierigkeiten, die durch die B-Einflüsse hervorgerufen werden, lebt und handelt diese Persönlichkeit gehorsam gegenüber den Befehlen des Sexualzentrums. Nichts in ihm widersteht dem letzteren, das in der zeitgenössischen Sprache als Temperament bezeichnet wird. In der Arena des äußeren Lebens, der menschlichen Gesellschaft, welche von A-Einflüssen beherrscht wird, erweist sich der Adamit, der die erste Schwelle überschritten hat, als schwächer, als sein präadamisches Gegenstück. So wie gute Samen, die auf gepflügten Flächen gesät werden, schwächer als Unkraut sind. Und je größer die Kraft, die er während seines Fortschritts auf der Treppe gewinnt, desto größer ist seine Schwäche gegenüber dem Leben. Dies war der Hauptgrund für die Existenz von Klöstern, so dass die Mönche oder Nonnen vor dem äußeren Leben geschützt werden konnten. Doch jetzt ist der Gewächshausanbau veraltet. Was heute gebraucht wird, ist der Anbau unter freiem Himmel, ganz den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Lasst den aufrichtigen, unermüdlichen und nützlichen Arbeiter jedoch wissen, dass er die Mittel erhalten wird, um sich vor diesen Stürmen zu schützen. Der präadamische Mensch reinkarniert nicht. Er hat kein individualisiertes Element in sich selbst, im esoterischen Sinne. Er wird geboren und er stirbt, aber er inkarniert nicht und deshalb kann er auch nicht wieder inkarnieren. Er kann hylisch oder psychisch, aber nicht pneumatisch sein. Anmerkung: Es handelt sich um gnostische Begriffe. Sarkikos, Hyliker, bedeutet rein fleischlicher Mensch. Und Psychikos bedeutet ein Mensch mit dem Potenzial, ein Pneumatikos zu werden, und ein Pneumatikos ein Mensch mit direktem Anschluss an die göttliche Sphäre. Also nochmal: Er kann hylisch oder psychisch aber nicht pneumatisch sein, da er nicht den Atem des Lebens in sich hat, der sich im adamischen Menschen durch das Medium seines wahren Ich manifestiert, das verwirklicht oder potenziert werden kann. Die Individualisierung der Präadamiten ist kollektiv ausgerichtet und wird in Gruppen von bestimmten Geistern der Hierarchie, von der wir oben gesprochen haben, gesteuert. Dies hindert die Präadamiten jedoch nicht daran, in das evolutionäre Feld einzudringen, welches die filmischen Blaupausen der Adamiten in großer Zahl formt. Und da die Adamiten aufgrund ihres korrupten Zustands unter mangelndem Urteilsvermögen leiden, stört und verlangsamt dies manchmal ihre Entwicklung. Wie wir bereits gesehen haben, ist die Menschheit auf dieser Erde aufgrund des Gleichgewichtsprinzips in zwei gleiche Teile geteilt Adamiten und Präadamiten. Das Gleichgewicht zwischen ihnen wird automatisch angepasst, um die Schwankungen in den Inkarnationen der adamischen Seele zu berücksichtigen. Wenn jedoch die adamische Rasse, indem sie ihre Perlen vor die Säue wirft, ihre göttliche Natur in einem nicht akzeptablen Maße leugnet, wird dieses Gleichgewicht zugunsten des Unkrauts aufgegeben. Im Gleichnis von den Talenten sah Jesus die Möglichkeit einer solchen Degeneration voraus, wo der Sklave das ihm anvertraute Talent begrub, und nachdem er es zu seinem Herrn zurückgegeben hatte, ohne es vervielfacht zu haben, wurde ihm gesagt, Du böser und fauler Diener, und werf den unrentablen Diener in die äußere Finsternis, es wird Weinen und Zähneknirschen herrschen muss man die esoterische Bedeutung dieser schrecklichen Strafe hervorheben. Wir haben gesehen, dass die beiden Menschenarten zum Zeitpunkt der Schöpfung unterschiedlichen Autoritäten unterstellt wurden. Im Wesentlichen geschaffen im Ton Sie der gleichen Oktave und den Atem der Vieh empfangend, war die Aufgabe der Adamiten, das organische Leben im Namen des absoluten Zwei zu verwalten unter seiner direkten Autorität. Der Fall erforderte einen Neuanfang, und Gott sorgte dafür in Form des Fegefeuers, welches durch das Treppenhaus zwischen den beiden Schwellen repräsentiert wird. Von da an erschien der adamische Mensch, wie der Mensch des sechsten Tages, dem Gesetz von Geburt und Tod unterworfen, auf der Erde unterhalb der ersten Schwelle. Er hat trotz der fast vollständigen Behinderung seines Kommunikationskanals mit den höheren Zentren, die noch in ihm existieren, ein schwaches Bewusstsein für das wahre Ich bewahrt, und das gibt ihm immer noch die Möglichkeit einer Wahl. Wenn er die Stimme des Meisters hört und entschlossen auf die Treppe tritt, wenn er den vierten Schritt erreicht und sich der Prüfung durch das Feuer widersetzt, dann wird er, wenn er die zweite Schwelle überschreitet, vom absoluten Zwei selbst als verlorener Sohn empfangen werden. Wenn die Adamiten massenhaft den Kampf aufgeben, der zur Erlösung führt, und wenn diese Fahnenflucht über die zulässige Toleranz hinausginge, könnte der gute Samen durch das Unkraut schrittweise erstickt werden, da aus kosmischen Gründen das allgemeine Potenzial des biologischen Lebens auf der Erde unter allen Umständen erhalten bleiben muss. Die Welt würde dann direkt auf die Katastrophe zusteuern, die diesmal in Form einer gigantischen Feuersbrunst geschehen würde. Andererseits, wenn das bereits gefährdete Gleichgewicht wiederhergestellt würde, dann würde mit der ganzheitlichen und gleichzeitigen Inkarnation adamischer Seelen die Zeit des Übergangs enden und die Menschheit in die Ära des Heiligen Geistes eintreten. Dann würden tausend Jahre folgen, die der Vervollkommnung der beiden Rassen geweiht wären, und nach einem zweiten Jahrtausend der Herrschaft der Androgynen würde das jüngste Gericht das Unkraut endgültig vom guten Samen trennen. Letzteres, indem es die Note Sie der zweiten kosmischen Oktave vollständig zurückgewinnt und nun durch den Atem der Vieh inspiriert wird, würde es dann in den Schoß des Herrn eintreten, um eine höhere Evolution anzutreten und endlich das Pleroma zu erlangen. Das Gewicht von gestern würde aufhören, Gewicht zu sein aufgestiegen in den Rang eines guten Samens, würden sie den langen evolutionären Weg antreten, den die Adamiten bereits zurückgelegt hätten. Dann würden sie ihrerseits die höheren Bewusstseinszentren empfangen, die potenziell vorhanden, die Talente wären, welche sie fruchtbar machen müssen. Wir müssen hinzufügen, dass die Adamiten, die zuvor zu Präadamiten degeneriert waren, die Möglichkeit hätten, ihre stillgelegte Evolution wieder aufzunehmen während eine entsprechende Zahl der fähigsten Präedamiten die Talente erhalten würde, die ursprünglich den Ersteren gegeben wurden, und dies würde ihnen helfen, auf dem Weg der esoterischen Evolution voranzukommen. Sie könnten mit begabten, fleißigen Schülern verglichen werden, die eine doppelte Beförderung erhalten, während die Unfähigen und Faulenzer ein weiteres Jahr in der gleichen Klasse verbringen. Aber in diesem Fall kann man nur einmal versagen. Wenn wir diesen Sprung nach vorne betrachten, wäre es nützlich, über das Gleichnis vom ungerechten Haushalter zu meditieren, einem klugen Mann im Bereich der A-Einflüsse, also der materialistischen Einflüsse, der es verstand, mit gutem Timing einen neuen Anwendungspunkt für seine Cleverness zu finden. Aber abgesehen von seltenen Perioden und seltenen Ausnahmen, die durch die direkte Intervention höherer Kräfte aus dem absoluten Zwei, also Christusbewusstsein, gekennzeichnet sind, nehmen die treuen Verwalter des absoluten 3, also der Matrix, jedoch im Allgemeinen eine wichtige Position in den verschiedenen Gruppen und Schichten der menschlichen Gesellschaft ein. Es wäre jedoch unmöglich, genauere Angaben zu machen, die es den Adamiten auf der Ebene des Menschen erstens kinästhetisch verzerrt, zweitens emotional verzerrt und drittens intellektuell verzerrt, ermöglichen würden, Präadamiten objektiv zu erkennen, da letztere auch Männer 1, 2 und 3 sind, mit dem einzigen Unterschied, dass sie keine Möglichkeit einer individuellen und esoterischen Evolution haben. Solange die höheren Zentren des adamischen Menschen in einem teilnahmslosen Zustand bleiben, wird er also ohne das psychische Instrument auskommen müssen, mit dem er sein voradamisches Gegenstück objektiv erkennen könnte, sodass die Gesellschaft gemischt bleibt. Deshalb wird erst mit der Annäherung an das Zeitalter des Heiligen Geistes und dem Erscheinen des neuen Menschen die fortschreitende Bildung einer neuen Elite in allen Gruppen der menschlichen Gesellschaft den chaotischen Zustand beenden aus esoterischer Sicht gesehen, in dem sich die Menschheit seit dem Fall Adams befindet. Inzwischen sind die beiden Rassen völlig gemischt. Nicht nur Nationen, sondern auch Familien können und werden im Allgemeinen aus beiden Menschentypen zusammengesetzt sein. Dieser Zustand ist das verspätete Ergebnis der Überschreitung des biblischen Verbots von Mischen wegen der Schönheit der Töchter der Präadamiten. Die dominante Position der Präadamiten, die ein Ergebnis des esoterischen Versagens der Adamiten ist, schafft nun eine kritische Situation von beispiellosem Ernst. Der Rest der Übergangszeit bietet der Menschheit die letzte Chance, das bedrohte Gleichgewicht wiederherzustellen und so eine allgemeine Katastrophe zu vermeiden. Wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen, wird die Tradition des Salomo endlich die Tradition des David überwinden. Das heißt, sie wird die christliche Tradition im planetarischen Sinne dieses Begriffes überwinden. Dann, vom Absoluten Zwei abgelenkt und sogar über die Grenzen dessen hinausgehend, was für die Sendung des absoluten Drei in der Vergöttlichung der Persönlichkeit notwendig und nützlich ist, werden die falschen Propheten und ihre Anhänger, die denken, dass sie recht haben, die präadamische Menschheit, die Kinder dieser Welt, gegen die Adamiten die Kinder des Lichts werfen und einen letzten schrecklichen und nutzlosen Kampf provozieren. Sollte dies der Fall sein und wenn es der neuen adamischen Elite nicht gelingt, den Aufstand gegen die Liebe des absoluten zwei Christus-Bewusstsein und paradoxerweise gegen die Autorität des absoluten drei Matrix-Kontrollsystems einem Widerstand, der den Sieg sichern würde, zu unterdrücken. Wird das Gleichgewicht endlich gebrochen und die Menschheit in den Fluten des Feuers zerstört werden.